Beyblade, Beyblade, let it rip. Lasst uns den Kampf gewinnen. Hier gibt es keinen drinnen. Zweigler und Duckmäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Lasst eure Blades los. Zeigt eure Kräfte ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fusion. Spin the Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Wahnsinnstipp, das ist Hip, let it rip. Das letzte Mal bei Beyblade. Kenta findet einen Brief von Jinga, in dem er seinen Freunden erklärt, dass er sie für eine Weile verlässt, aber nicht warum. Kenta spürt, dass Jinga durch seine Niederlage immer noch angeschlagen ist. Er hatte mit Pegasus gegen Ryuga und seinem mächtigen Bay Lightning Eldrago einen Rückschlag hinnehmen müssen. Und sein Selbstvertrauen scheint gebrochen zu sein. Jingas Freunde machen sich besorgt auf den Weg zu seinem Heimatdorf Koma Village. Das Dorf liegt in einer entlegenen Gebirgskette. Und das felsige Terrain birgt viele Herausforderungen und Gefahren. Glücklicherweise begegnen sie einem neuen Freund, Hiyoma, der ihnen in ihrer Not hilft. Aber Kyoya ist sich nicht sicher, ob Hiyoma tatsächlich ihr Freund ist. Jinga! Jinga! Beeil dich und verschwinde von hier! Vergiss nie, Jinga! Das, was einen Bay-Kampf letztlich entscheidet, ist der Kampfgeist des Bladers! Der Kampfgeist des Bladers! Werde stark, Jinga! Willst du uns auf den Arm nehmen? Doch nicht wieder hier entlang! Bitte passt auf, wo ihr hintretet. Wenn wir diese Stelle passiert haben, wird der Weg viel angenehmer. Hoffentlich! Warte mal! Huh? Hey, könntest du bitte etwas langsamer gehen? Das hier ist kein Spaziergang. Ja, unser Ziel ist nicht der Fuß des Felsvorsprungs, sondern Koma Village. Entschuldigt. Dann werde ich mal einen Gang runterschalten, einverstanden? Dieser Typ. Oh nein, mein GPS funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Gibt es auch sichere Wege hier oben? Ja, welche ohne Klippen? Am Ende aller Mühen liegt das Angenehme. Ihr seid hier oben wie in einem Irrgarten. Oh. Wenn ihr nicht darin verloren gehen wollt, solltet ihr mir lieber folgen. Ihr habt kein Glück, Jungs. Ich habe niemanden gesehen. Sind wir bald da? Es ist nicht mehr weit. Ich brauche eine Pause. Meine Füße. Es ist nicht mehr weit. Ich habe Hunger. Jetzt ist es nicht mehr weit. Hey! Ständig sagst du, es ist nicht mehr weit, aber mir scheint es immer weiter weg zu sein. Hat sonst noch jemand das Gefühl, als hätte sich die Landschaft schon eine ganze Weile nicht mehr verändert? Im Gebirge wird eine Landschaft immer gleich aussehen. Ihr seid es nicht gewohnt, das ist alles. Also dann, lasst uns weitergehen. Sekunde! Stimmt irgendwas nicht? Bist du sicher, dass dies der richtige Weg ist? Ja, natürlich ist er das. Ach, wirklich? Wieso sind wir dann hier schon mal vorbeigekommen? Hier vorbeigekommen? Unmöglich! Verkauf mich nicht für blöd! Sieh dir das an! Ich habe jedes Mal, wenn wir vorbeigelaufen sind, einen draufgelegt. Was soll das hier? Er führt uns ständig im Kreis rum. Was? Wieso sollte er das tun? Du hast gesagt, du führst uns zu einem sicheren Weg! Das hatte ich vor, aber... Ist ja sehr merkwürdig. Wie ist das passiert? Jetzt halt die Luft an, du Witzfigur! Was führst du hier eigentlich im Schilde? Hey, reg dich ab, Kyoya! Du kannst nicht einfach deinen B auf jemanden richten! Wenn wir beide Blader sind, schon. Du, wo ist er? Du hast doch ein Beyblade, stimmt's? Ach, was soll's. Dir musste ein Missverständnis unterlaufen sein, aber macht nichts. Keine Sorge, lasst uns weitergehen. Wenn wir hier rumstehen und unsere Zeit vergeuden, wird es nur dunkel. Tut mir leid, der Spaziergang ist vorbei, also hör auf mit dem Theater. Ich werde dir beweisen, wer du wirklich bist, und zwar hiermit.
Harrys Hornwurfzerstörung. Ja, was? Ein geradezu sagenhafter Bay, oder nicht, Leute? Darf ich vorstellen, Rock Ares. Er ist bei mir gar nicht verzeichnet. Dieser Verteidigungstyp ist noch völlig unbekannt. Unbekannt, sagst du? Das stimmt wahrscheinlich auch und ich wollte ihn euch auch gar nicht zeigen. Allerdings, jetzt lässt sich auch nichts mehr daran ändern. Was lässt sich nicht mehr ändern? Und wer bist du überhaupt, Freundchen? Ja, wer und was willst du von uns? Sag nicht, dass du zu Dark Nebula gehörst. Also, was steckt hinter dem Ganzen? Ja, versuchst du uns von Coma Village fernzuhalten? Wenn ihr es wissen wollt, dann besiegt mich in einem Kampf. Wenn mich auch nur einer von euch besiegt, werde ich euch herausführen und den richtigen Weg zeigen. Was meint ihr? Seid ihr dazu bereit? Dann lasst uns kämpfen. Jederzeit. Ich würde sagen, ich brenne gerade. Nein, nein, nein! Dieser Kerl gehört mir! Ich werde die Sache regeln! Wartet, ich mach das! Oh? Wir dürfen hier keine Zeit mehr verschwenden. Jinga ist sicher dringend auf unsere Hilfe angewiesen. Und Hyoma hält uns auf. Kenta? Kyoya? Dann viel Spaß dabei. Klasse, danke, Jungs. Der Herausforderer wurde offenbar ermittelt. Mein Name ist Kenta und ich bin Jingas engster Freund. Lass uns mit dem Kampf beginnen. 3, 2, 1, let it rip! Ares ist ein Verteidigungstyp. Es bringt nichts, wenn ein Ausdauertyp wie Sagittario ihn frontal angreift. Warte, bis seine Ausdauer schwächer wird! Sagittario! Ich hab mir schon gedacht, dass du das machst. Aber bist du von deiner Taktik noch überzeugt? Ich dachte, du wolltest dich beeilen, um deinen Freund zu finden. Das geht dich überhaupt nichts an. Sagittario hat seine eigene Art zu kämpfen. Ja, dem Verteidigungstyp fehlt die Ausdauer. Je länger sich der Kampf hinzieht, desto schwieriger wird es für dich. Oh ja, das stimmt. Dann werden wir die Sache eben beenden. Oh? Sieht nicht gut aus. Offensichtlich habt ihr Ares Special Move schon vergessen. Horn Throw Destruction. Schnell, Kenta. Na komm, mach schon. Denkt nach, Kenta. Um gegen Ares zu gewinnen, muss ich seine Hörner blockieren. Ah, er benutzt seine Hörner, um den Felsbrocken zu werfen. Das ist unsere Chance, Sagittario! Ich muss gewinnen. Ich gewinne und finde Jinga. Special Move, auf geht's, Sagittario! Ich hätte nie gedacht, dass er sowohl Angriffskraft als auch Ausdauer besitzt. Yeah! Boom, Treffer, ja! Nein, es ist noch nicht vorbei. Ah, typisch für einen Verteidigungstyp. Aber der Angriff hatte es in sich. Jetzt, Kenta! Okay, okay, noch einmal. Ja! Steig hinauf, Barry! Steh dich rum, beeil dich und jag ihm hinterher! Ich weiß, was ich tue, Benkei. Sagittario!
Die Luft ist so frisch. Muss der Geruch von Sieg sein. Tolles Gefühl, hier oben einen Bay-Kampf auszutragen. Der Kampf wird hier oben fortgesetzt. Ja? Habe ich schon gewonnen? Hey, Kenta, was machst du denn da? Tut mir leid. Ich war kurz davor und hab dann verloren. Ich hab einfach versagt. Es tut mir leid, Jinga. Okay, ich bin der Nächste. Nein! Ich bin an der Reihe, Kiyoya! Ich werde dich rächen, Kenta! Ich bin Benkei, Jingas größter Rivale! Nicht das schon wieder! Los geht's! 3, 2, 1, let it rip! Ich werde die Sache hier und jetzt beenden! Verstehe. Ich habe keine Chance gegen diesen Power-Frontalangriff. Ich schnapp dich! Dark Bull! Du Hasenfuß! Aber dieses Mal wirst du dich nicht verstecken! Tut mir leid, Kumpel! Jetzt gehörst du mir! Oh, sei ein Mann und hör endlich auf, davon zu laufen! Du meinst so? Na ja, schon, aber ich... Schnapp ihn dir! Hol auf der Kant! Nein, Benkei! Eine Falle! Horn Pro Destruction! Ball! Ich hatte ihn fast. Das war knapp. Das war knapper, als einem lieb ist. Sieh genau hin. Hä? Konzentrier dich, Mann. Vergiss nicht, warum wir hier sind, okay? Ja, ich verstehe schon, Kiyoya. Und volle Konzentration. Wir haben versprochen, Jinga zu finden. Und dazu müssen wir diesen Typen schlagen, um endlich von diesen dämlichen Felsen runterzukommen. Er wendet dieselbe Taktik nochmal an. Was hast du jetzt vor, Benkei? Wenn der Feind tief von unten kommt, dann gehe ich eben noch tiefer. Eine Beyblade-Notfallstrategie, aber keine schlechte. Na dann los, Benkei! Alles klar! Tja, so macht man das! Ha! Das reicht wohl nicht, Benkei! Was? Wie? Das kann nicht sein! Was? Also dann noch einmal! Hat er es diesmal geschafft? Ich dachte, es wäre ein direkter Schlag, aber er dreht sich immer noch. Okay, noch ein letztes Mal! Macht er das? Verflixt nochmal. Okay, noch einmal. Noch ein allerletztes Mal. Bubble! Ich kapier's nicht. Wieso funktioniert das nicht? Kurz Drehkraft. Bull, ein letzter Angriff wird ihn dem Rest geben. Ich werde also Bulls gesamte Kraft in einen letzten Angriff geben. Bereit mit Toka? Ich verlass mich auf dich. Setz alles heran, um Ares Geheimnis rauszufinden. Ich bin soweit, Benkei. Und Kiyoya? Ja, ich unterstütze dich, Benkei. Bereit, alles zu riskieren? Wieso ist es dir so wichtig, mich zu schlagen? Wenn wir dich schlagen, führst du uns hier raus. Du bringst uns zu Jinga, oder nicht? Was bist du nun eigentlich? Sein Freund oder Rivale? Entscheide dich! Jemand wie du würde das nicht verstehen. Bull!
Jetzt hole ich dich, Ares! Egal, was du an Kraft aufbringst, wir halten es aus! Geh tiefer! Das lasse ich nicht zu! Geh noch tiefer! Damit kommst du nicht durch! Tiefer! Noch tiefer! Niemals! Nicht mit mir! Tiefer! 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 Halte ihn, Ares! Halte ihn, Ares! Halt ihn! Halt ihn! Runter! 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 Oh. Oh! Dark Bull ist verschwunden. Nein, er ist nur nicht mehr zu sehen. Er ist unter der Erde. Zeig sie denn! Special Move! Dark Bull Red Horn Uppercut! Wow, direkt von unten! Das nenne ich einen direkten Schlag! Huh? Oh nein! Windstorm! Assault! Ah! Was ist das? Deine Drehfassung hat sich gedreht! Was für eine Spezialtaktik ist das? Genau damit nimmt er dem Angriff des Gegners seine gesamte Kraft! Unglaublich! Ich kann gar nicht fassen, dass ein solcher Bay überhaupt existiert! Ares Verteidigungsdrehfassung macht jeden Angriff wirkungslos. Offenbar habt ihr sein Geheimnis gelüftet. Aber egal. Der Gewinner dieses Kampfes bin ich. Horn Road Destruction! Diese Drehfassung ist also in der Lage, jeden feindlichen Angriff abzufangen. Garantiert. Man könnte sagen, der ultimative Verteidigungstyp Bay. Aber er muss sich erst noch gegen die Spezialtaktik meines Leons beweisen. Ich bin Kiyoya, Jingas. Das kannst du mir später erzählen. Kommt jetzt bitte alle mit. Ich freue mich, euch in das Beyblade-Dorf Koma Village zu führen. Was ist denn mit euch los? Auf geht's! Du weißt, wo Koma Village ist? Ja, natürlich weiß ich das. Immerhin bin ich in diesem Dorf ja zu Hause. Was? Soll das heißen, dass du nicht für Dark Nebula arbeitest? Warum hast du uns dann nicht gleich dorthin geführt? Koma Village ist ein heiliger Ort. Er ist der Welt seit Jahrhunderten verborgen geblieben. Niemandem ist es erlaubt, ihn zu betreten, es sei denn, derjenige hat bewiesen, dass er es wert ist. Ich musste also entscheiden, ob ihr es verdient habt, dorthin geführt zu werden oder nicht. Du hast uns auf die Probe gestellt? Ja. Und jetzt bin ich sicher, dass ihr ehrliche Freunde von Jinga seid und ihr habt alle den Beyblader-Geist. Das heißt, wir haben den Test bestanden? Ganz genau. Du hast gesagt, Jinga ist dein Freund. Wie gut kennst du ihn? So gut wie kaum ein anderer. Jinga und ich waren schon als Kinder Freunde. Oh. Warte auf mich, Ioma! Jinga und ich haben zusammen gespielt. Das ist cool, aber absolut cool. Offenbar hat Jinga noch mehr Freunde. Und zwar gute Freunde gefunden, seit er das Dorf verlassen hat. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Hä? Könntet ihr bitte diesen Felsbrocken zur Seite schieben? Oh. Das ist eine Abkürzung zum Dorf. Ich schätze, an der Tür braucht ihr kein Schloss. Gut, dann lasst uns jetzt gehen. Bitte passt auf, wo ihr hintretet.